Hallo Leute, willkommen zurück zu Krastoria, wo ich mir gedacht habe, jetzt, da wir nur noch so wenig Forschung vor uns haben, vielleicht ist das unsere letzte Folge, aber wir haben hier ein bisschen ein Versorgungsproblem, denn wenn wir hier nach hinten schauen, weit genug hinten, weiter hinten, noch weiter hinten. Da sehen wir, es mangelt uns an Kunststoff und auch an Schwefelsäure. Und das ist, weil unser Setup hier oben nicht mehr ausreichend gebalanced ist. Nun haben wir beispielsweise zu viel Schweröl. Vorhin hatten wir zu viel Leichtöl. Habe ich Chemiefabriken hingestellt. War nicht ganz erfolgreich. Drum denke ich, wir roden hier etwas Wald. Und dann werden wir hier auf dieser Seite eine neue Verarbeitung für Öl machen. Stellen hier noch einen Roboport hin. Sehr schön. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir das Ganze ausbalancieren müssen, denn wir wollen auf der einen Seite wollen wir Kunststoff haben. Und wir wollen Kunststoff haben, ich denke, ein volles blaues Band. Es ist ein gelbes Band und ein rotes Band. Das sollte reichen. Dann brauchen wir aber auch noch Schwefelsäure. Wie viel Schwefelsäure brauchen wir denn? Hier mal schauen. 2,3 1000 die Minute. Wenn wir das 10.000 die Minute machen, dann sind das in etwa 1200 pro Sekunde. So. Über den Daumen geschätzt. Gut, dann hier müssen wir das produzieren und dann hier, das machen wir in den fortschrittlichen Chemiefabriken mit Beacons. Machen wir da einfach mal 2 ran. Gut, dann hier fortschrittlich. Und auch 2. Hier fortschrittlich. Und natürlich auch 2. Gut. Dann haben wir die Verarbeitung. Wir brauchen auch etwas Schmiermittel. Machen wir auch in so einer Fabrik.
2 und 2 hier. Wie viel wollen wir davon? Was brauchen wir da? Etwa 600 die Minute, das sind 10 die Sekunde. Da brauchen wir 10. Das war der falsche Knopf. Und dann machen wir aus Schweröl Leichtöl und aus Leichtöl Flüssiggas. Das muss nach oben. Das muss nach unten. Das muss nach oben. So, hier wieder die. Und hier ebenfalls. Ich denke, hier machen wir Geschwindigkeit und Speed. Das wird sich nicht ausgehen. Wofür brauchen wir denn ich glaube, die Schwefelsäure. Das, wenn wir hier das so machen, muss hier nochmals die Flüssigkeiten anschauen. Schwefelsäure, die Minute. Das sind etwa 1000 km die Minute. Und die Gegenstände sind auch K. Okay, dann das können wir auf so reduzieren, dann sind wir bei 16. 16 Ölraffinerien, das hier sind 7. Ich denke, wir fangen da oben mit den Raffinerien an. Und ich glaube, die habe ich gar nie automatisiert. Machen wir das rasch hier noch. Und sobald wir die mit am Start haben, k
können wir mit dem Großprojekt loslegen. Okay, okay, ich habe den Taschenrechner hervorgenommen, habe die Zahlen nochmals durchgerechnet und das ist das Ergebnis. Wir brauchen nicht ganz so viel Kunststoff, aber Schwefelsäure brauchen wir in etwa 100. Und wenn ich dann hier mit den Singularitätseffektverteilern arbeite, die wir noch nicht gebaut haben, dann komme ich hier auf 16 Ölraffinerien. Und die erste habe ich hier schon mal aufgebaut. Und das funktioniert dann einfach so. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und wahrscheinlich ist dann der Roboport da im Weg für die Verteiler. Wir machen das mal so. Und dann hier kommt das ran. Haben wir da Produktivität drin? Nein, wir haben Geschwindigkeit drin. Alles zurück auf Anfang. Gut, aber dann brauchen wir sowieso Tanks. Hier machen wir den hin, da machen wir den hin und den können wir hier hin machen. Gut, dann machen wir doch erstmal die Verarbeitung hier. Schweröl zu Schmieröl. Auch hier was verbinden wir. Und da sagen wir, wenn wir 20.000 drin haben, dann wollen wir hier pumpen. Und hier kommt das rein. Und wie viele Beacons? 4 Beacons. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Dann Schweröl zu Leichtöl. Machen wir
den Leichtöltank vielleicht hier drüben. Schweröl zu Leichtöl. Das heißt, wir haben dann hier das Schweröl und Wasser haben wir von hier unten. Wir haben zwei Wasserleitungen, dass wir hier auch genügend Wasser haben. Wie viel Beacons brauche ich da? 4. Die zwei sind separat. 1, 2. Die sind geschert. Wir müssen das natürlich auch noch wegbringen. So. Das war das. Dann Leichtöl zu Flüssiggas. Brauchen wir dreimal. Leichtöl zu Flüssiggas. Und auch hier nochmals Wasser dran. Flüssiggas. Wie viel Beacons? Drei pro Fabrik. Bringen wir das hier ran. Gut, dann brauchen wir. Sind wir da mit den Beacons noch okay? Dann brauchen wir hier machen wir das und da machen wir Schwefelsäure.
Dann hier einen Tank hin. Wie sieht es da mit Beacon aus? 3 und 3. 1. Der zählt für beide. Zählt für beide. Und dann je einer separat. Hier brauchen wir noch Eisen. Oh. Das war Sand. Eisen ist hier. Voilà. Und hier werden wir etwas abführen, damit wir da hinten was haben für unseren Sprengstoff. Dann fehlt uns eigentlich nur noch Kunststoff. Gut, dann haben wir das da nämlich auch schon angeschlossen. Wie viel brauchen wir davon? 2. Gut. Beacons. 4. Okay. Das sind 4 Beacons. Und dann hier müssen wir noch Kohle reinbringen. Das müsste ja auch irgendwo in der Nähe sein. So, Kohle kommt von hier. Meine, das ganze Zeug hier, das brauche ich jetzt ja nicht mehr. Das auch nicht. Genauso wenig wie die Eisenbänder hier.
So. Da ist Kohle rein. Dann... brauchen wir Ausgang, Ausgang. Brauchen wir auch das hier nicht mehr. Das hier nicht mehr. Das hier nicht mehr. Das hier nicht mehr. Das hier oben brauchen wir wahrscheinlich noch. Aber das hier brauchen wir auch nicht mehr. Und dann machen wir doch hier ein grünes Band rüber. So. Dann muss ich nur noch den Rest abräumen. Und wir brauchen wahrscheinlich ein paar Filter. Kopiere ich mir da die von hinten. Die mit den verbesserten Filtern. Gut, dann. Na, hier oben müssen wir noch die Beacons platzieren. Und dann hat sich's, glaube ich. Abgesehen vom Aufräumen. Okay, da brauchen wir noch Leichtöl. Plus Strom. Dann da müssen wir wahrscheinlich irgendwo mit dem ran. Mit Schmieröl.
Ah. Darum haben wir keine Schwefelsäure. Aber das sollte es sein. Abgesehen von den Effektverteilern, die mir hier oben fehlen. Und da brauche ich 3 pro Maschine. Ich kopiere das einfach mal hier so rüber. Und dann sollte uns das genügen. Und dann können wir nächstes Mal uns wirklich um die Forschung kümmern. Huh, das war wieder eine lange Folge. Aber ich denke, nun haben wir genügend Kunststoff, genügend Schwefelsäure, dass es uns bis zum Ende dieser Serie reicht. Also bis dann und tschüss!